Weg. Ich arbeite mit Silber. Kommt rein. Im Gasthaus Silberblut gibt es hochprozentige Getränke. Oh, bleib hier. Warum seht ihr mich so an? Die dunkle Bruderschaft ermittelt euch ihre Grüße, Moiri. Die dunkle Bruderschaft? Oh, oh, ich... Meine Güte, ihr seid wirklich hier. Das schwarze Sakrament. Es hat tatsächlich funktioniert. Offensichtlich. Sagt mir, was ist euer Begehr? Was ich brauche? Den Tod von Alain Dufont. Er soll zur Strecke gebracht und getötet werden, wie diese miese Ratte, die er ist. Wie läuft es mit der Arbeit? Ich brauche mehr als das, um weiter... Nee, beiß dir Tiss, ich brauche Einzelheiten, kommt endlich zur Sache. War ein bisschen... Ich habe es nicht gewusst, als wir zusammen waren. Aber Alain ist tatsächlich der Anführer einer Bande Halsabschneider. Räuber! Sie haben sich in einer alten Zwergenruine verkrochen. Raldbetar, das ist in der Nähe von Windhelm. Sie nutzen sie als Stützpunkt. Dort führen sie ihre Überfälle aus. Ich möchte, dass ihr in die Ruine geht, Alain Dufont sucht und ihn tötet. Seine Freunde kümmern mich nicht. Mit ihnen könnt ihr verfahren, wie ihr wollt. Aber Alain muss sterben. So soll es geschehen. Ausgezeichnet. Sobald Alain tot ist, bekommt ihr euren Lohn. In Gold. Ich habe eine kleine Summe gespart. Ich hoffe, sie reicht. Aber nun ja, da ist noch eine Kleinigkeit, falls ihr interessiert seid. Ich bin ganz Ohr. Wenn ihr könnt, dann möchte ich, dass ihr noch jemanden tötet. Ihr müsst das nicht. Nicht als Teil unserer Vereinbarung. Aber wenn ihr es tut, dann zahle ich euch sogar noch mehr. Es ist Nielsine Schmetterschild in Windhelm. Wenn auch Nielsine stirbt, dann soll es euer Schaden nicht sein. Erzählt mir die ganze Geschichte. Weshalb wollt ihr Elaines Tod? Das interessiert uns gar nicht, ne? Gibt's sonst noch was? Ich wollte Ella eigentlich selbst töten, wisst ihr? Und Nielsine auch. Aber ich habe die Nerven verloren. Ich hatte sogar ein besonderes Gift gebraut. Lotusextrakt. Vielleicht könnt ihr es gebrauchen. Bestreicht einfach eure Waffe damit. Und dann... Ihr versteht mich. Zweimal, dankeschön. Erzählt mir die ganze Geschichte, weshalb wollt ihr Elaines Tod? Na gut. Ich ging nach Windhelm, um die Schmetterschild-Familie zu besuchen. Sie waren alte und liebe Freunde und in Trauer. Frigga war vor kurzem getötet worden. Ermordet. Ich lernte Alain in der Taverne kennen, als ich meinen Kummer ertränkte. Er sah gut aus und war charmant. Er sagte, ich sei die wunderschöne Lilly seiner Träume. In Alains Gegenwart war es, als ob aller Schmerz einfach von mir abfiele. Aber er hat mich nur belogen. Ella hat mich benutzt. Er hat meinen Ruf ruiniert, meine Freundschaft zur Schmetterschild-Familie zerstört. Wisst ihr, warum Ella in Windhelm war? Er hatte von Frigas Ermordung gehört. Er wollte sich mit der Familie anfreunden, mitten in ihrer Trauer. Und hat sie ausgeraubt. Ella hat mich benutzt, um an meine Freunde heranzukommen. Und nun halten sie mich alle für eine Art... Monster! Alain Dufort hat mir mein Leben weggenommen. Und nun nehme ich ihm seins weg. Und Nielsine Schmetterschild? Warum muss sie sterben? Versteht ihr denn nicht? Ich war wie eine Tochter für Tova. Eine Schwester für Nielsine und Frigga. Aber die Familie weigert sich, an meine Unschuld zu glauben. Ganz egal, was ich sage. Verstehen sie denn nicht, dass ich benutzt wurde? Dass auch ich um Frigga getrauert habe. Nein, sie behandelten mich wie Dreck und warfen mich weg. Wenn Nielsine tot ist, dann wird Tova vielleicht klar, was sie verloren hat, hm? Vielleicht sieht sie dann ein, dass ich ebenso ihre Tochter war wie die anderen. Und wenn nicht, soll sie doch in ihren eigenen Tränen ertrinken. Alles klar. Düstere dass Geschichte. Sie alle für das bezahlen, was sie mir angetan haben. Okay, okay. Amber, optional töte Nielsine, okay. Alles aktiv. Wir marschieren los. Auf nach Windhelm. Und zwar hier hinten irgendwo, ne? Ja, ja. Da. Da schon mal das Optionale und da ist. Okay, gut. Fangen wir mit den Optionalen an.
Muss ja jetzt ungefähr wieder nachts sein, wenn wir eintreffen, oder? Naja. Ich mache mir nichts aus der Sonne, aber die wäre jetzt besser als dies hier. Ja, findest du? Ich heiße Nils. Ich bin der Koch oben im Haus Kerzenschein. Oh, sie hat Begleitung. Was? Braucht ihr etwas? Könnt ihr eine Münze für eine Arme? Wollt ihr da einfach so herumstehen und gaffen? Verschwindet! Ja. Ihr macht mir so langsam Angst. Kommt zu mir, wenn ihr irgendetwas braucht. Ich bin nicht nur einfallsreich, sondern auch diskret. Ja, halt die Klappe und geh weiter. Ich respektiere Ambaris Render ja sehr, aber seine Ansichten sind etwas extrem. Aha. Ich bitte euch. Zählt es als Mord, wenn ich was davon hier bekomme? Ich etwas Essbares kaufen kann. Oh mein Gott, ein Mord. Was ist denn hier passiert? Gleich passierte. Wer war das nur? Oh, verzeiht. War ich euch im Weg? Ich suche mal eine Wache, um zu gucken, ob es auch wirklich quasi okay ist, ne? Ja, was heißt okay? Ob es keiner gemerkt hat? Hey, du. Drüben in Rifton wurde jemand ermordet. Eine alte Dame, die ein Waisenhaus geleitet hat. Kümmert euch mal um die Morde in eurer eigenen Stadt. Oh, was ist passiert? Offensichtlich ist sie ausgerutscht und... Huch, wo rennst du denn hin? Ich habe mein ganzes Leben lang... Sonst interessiert mich jetzt, wo sie hinrennt. Die Ungesehene, ja. Könnt ihr eine Münze für eine arme alte Frau entbehren, mein Herr? Eigentlich nicht. Ach, sie rennt nur zum Feuer. Okay, gut. Okay, dann gehen wir mal nach dort. Was in der Nähe? Irkentand. Andere Seite vom Berg, ne? Warte, gehe ich richtig rum? Ja. Ach ja. Durch den Schnee wandern. Kommt mir gerade vor, als wenn ich hier zur Tür rausgehe. Hier liegt auch gerade eine Menge Schnee. Obwohl, wenn die Folge hier rauskommt, das müsste... Huch, auf den hin. Der 12. März sein. Ich glaube, bis dahin sind wir weg. Okay, das auf jeden Fall im Fahrstuhl nach unten. Kriegt das hier auf? Nee. Hier kommt man nur von der einen Seite rein, okay. Oh, ist das unten ein Drachennest? Warte mal. Ich glaube, wir sind noch richtig. Wir müssen langsam auch ein bisschen aufpassen. Das hieß ja, er hat sich mit Banditen eingelassen, ne? Oh, so viel dazu. Aber weißt du, was ich Vampir bin? Sag mal her, was hast denn du? Meine Pfeile. Der ist weg, den anderen kommt nicht ran. Mit euch kämpft es sich gut. Ne? Sag ich auch, Eisenpfeile, danke. Das sind dann hier Notfallpfeile sozusagen. Und silberne Saphir-Halskette. Sowas nehme ich mit. Obwohl ich eigentlich gar kein Loot mehr brauche. Vielleicht bessere Rüstung und so, aber hier den ganzen Quatsch. Aber da liegt einer. Aha. Da ist eine Falle. Da tritt sie bestimmt gleich drauf.
falls ihr es gerade knacken hört, das ist mein Headset. Das ist ein älteres und das knackt gerade rum wie blöd. Muss ich mal austauschen. Da steht einer. Jetzt ein bisschen Schaden, dass Bogen nur einen dreifachen Schaden macht. Ansonsten wär's zu einfach, oder? Na, kommt da noch wer? Ah, du machst das schon, ne? Was haben wir hier? Deuterium-Klinge. Das sehe ich in der Mitte, wir haben ein Stück davon. Was liegt hier drin? Nix. Huch. Ach, Seelensteine sind da drin, ja, stimmt. Okay. Mal hier weiter durchschleichen. Was hast du schönes? Gold. Immer nicht so rum. Okay, hier geht's weiter rein. Oh, ein Meisterschloss. Ich gehe erstmal weiter. Das knacken wir zur Not später. Gibt's hier irgendeine Falle, die ich auslösen kann? Das ist ein explosives Fass. Ansonsten, komm, wir speichern mal. Und ich guck mal von der anderen Seite. Oh, ich glaube, von der anderen Seite kam man ja gar nicht durch, oder? Naja, Serana rennt natürlich durch. Experte. Bin ich offenbar nicht. Ach komm. Naja, wir haben ja genug Dietrichen, ne? So, das passt. Okay, jetzt bin ich zwar hier, aber macht es das besser? Irgendwie nicht, ne? Mach ich als Magie so einen Feuerball vielleicht? Warte mal. Oh, ich will das mal aus. Auf beide Hände packen. Ach, da kommt er nicht ran, deswegen. Nun, wer hier aus? Seid ihr gekommen? Schade. Was ist passiert? Oh. Das ist gelaufen, jetzt hat es doch funktioniert. Okay, die Feuerrune ist also eine Falle. Nette Sache, aber naja. Schildzerschmetterer. Nett. Brauche ich nicht. Okay, wir haben den Schlüssel. Dann kann ich ja hier mal ein bisschen weiter gucken, was ist hier. Platte, Goldbarren, dann mal hier oben gucken,
Ach, ich hätte mich vorbeischleichen können, dann von hier vielleicht. Ah, okay. Beim nächsten Mal. Oh, das waren auch explosive Pfeile. Okay. So wäre es auch gegangen. Und hier ist bestimmt das Meisterschloss, ne? Oh? Aber ich hab doch. Warte. Übersehen? Oh, hier ist ein Tor. Das habe ich übersehen. Und da ist noch eine Tür. Oh. Verdammt, das hast du schon gesehen, ne? Ja, ja. Schon dicke Rüstung angehabt. Was ist das? Ein Schuppenhelm, okay. Ansonsten den Quatsch hier brauche ich ja nicht. Ach, schon wieder ein Meisterschloss. Warte, ist das auch hier? Ach komm. Ach. Verarscht mich doch, oder? Das war doch auf. Also. Verteilbaren Gold. Erz, Gold. Gold. Da ist eine Tür. Da ist nix. Schauen wir mal, hier sind bestimmt noch Gegner. Wenn es irgendwelche Zwergenspinnen sind, die da gleich rauskommen. Oh. Wo wir schon draußen sind. Was gehört habe. Oh, schlimmer. Tschüss, danke. Hier ist über Feuer. Oh oh. Warum denn zwei? Wer ist das? Niemand. Ach komm. Das treffen nichts, ne? Eins ist weg. Nummer zwei kriegen wir auch. So. Serana aufstehen. Sonst nichts mehr, ne? Nee, okay.